Liebe Dortmunderinnen, liebe Dortmunder, am 30. August haben Sie die Chance, die Zukunft unserer Stadt zu gestalten. Dortmund ist eine sehr liebenswerte Stadt, man kann dort gut leben, aber diese Stadt hat eben auch Schwächen. Zu viele Menschen sind ohne Arbeit. Die SPD hat großspurig verkündet, sie wolle 70.000 Arbeitsplätze durch das Dortmund-Projekt schaffen. Dieses ist mal wieder ein gebrochenes Versprechen der SPD. Und auch in die Schulen ist immer noch nicht ausreichend investiert worden. Wenn Sie sich anschauen, wie unsere Kinder lernen müssen, dann ist klar, in solchen Gebäuden fällt dann auch die Pädagogik schwer. Und deshalb setzen wir Liberale einen Schwerpunkt auf die Stärkung von Jobs im Mittelstand und wir setzen darauf, dass wir in die Bildung unserer Kinder mehr investieren. Die SPD ist nur noch daran interessiert, ihre Macht zu erhalten. Man kann die Affären kaum noch aufzählen, die es in dieser Stadt gab. Herausragend ist sicherlich die Bargeldaffäre, bei der 1,1 Millionen Euro Bargeld im Oberbürgermeisterbüro verschwunden sind. Und jetzt tut der Kandidat der SPD, Herr Sierau, so, als habe er damit alles gar nichts zu tun. Herr Sierau ist der Stadtdirektor, er ist der höchste der Dezernenten und er ist die Fortführung des Systems Langemeier. Es wird sich nichts ändern in Dortmund, wenn Herr Sierau Oberbürgermeister wird. Wir müssen endlich dazu kommen, dass nicht eine Partei, nämlich die SPD, diese Stadt als ihre Beute begreift. Es ist ein Selbstbedienungsladen geworden und diesen Selbstbedienungsladen wollen wir für die Sozialdemokraten schließen. Wenn Sie auch genug haben von Filz und Affären in dieser Stadt, dann gehen Sie zur Wahl am 30. August. Und wenn Sie eine bessere Wirtschaftspolitik mit Jobs im Mittelstand wollen, wenn Sie mehr Investitionen in die Schulen wollen und eine solide Finanzpolitik, dann wählen Sie den Oberbürgermeister Pohlmann und wählen Sie mit Ihrer Stimme für den Rat und für die Bezirksvertretung, die FDP.